Landes. Das Oberligaspiel ist zwischen Victoria Seelo und Lichtenberg 47. Das Ergebnis ist bekannt. 4:1 hat Seelo gewonnen. Und die ersten Worte, wie es sich gehört, unseren Gästen, Herr Lehmann. Vielen Dank. Ja, also Glückwunsch. Ich denke, absolut verdienter Heimsieg. Tut es nicht viel zu deuteln. Erste Halbzeit auch schon klar, besser 4-4-2. Gut verteidigt, bisschen doof gemacht, bisschen laut gewesen, hat gereicht gegen uns heute. Haben wir erste Halbzeit überhaupt nicht das gespielt, was wir können. Zweite Halbzeit können wir, glaube ich, mit ein bisschen Glück nach 45. schon einen Ausgleich machen. Ja, und dann denke ich, haben alle, die heute relativ objektiv das Spiel geguckt haben, gesehen, wie die weiteren Tore entstanden sind. Und da muss man sich nicht beschweren, dass man hier verdient verliert. Glückwunsch an der Stelle. Ich denke, kämpferisch sehr ordentlich heute. Und daraus müssen wir heute lernen, ruhig bleiben. Und dann sehen wir uns im Rückspiel, um wieder was besser zu machen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für dieses Statement. Basti, deine Worte zum Spiel? Erstmal schönen guten Abend. Naja, kann man ruhig zufrieden sein. Zum Vergleichen zum letzten Woche, heute ein neues Gesicht wieder gezeigt. Die Mannschaft war wieder gut drauf und haben die einfach das abgeliefert, was ich vor dem Spiel wollte. Taktisch gut gestanden, super gekämpft, die Bälle erobern und dann schnell nach vorne. Und muss ich sagen, heute haben wir das gezeigt, was wir immer zeigen wollen. Fußballkampf und schneller Spiel. Vielen Dank. Fragen Ihrerseits? Die Zuschauerzahl? Ja, die haben wir schon, ich glaube, 185 oder so. Für mich jetzt die Kastrierung war. Ja, war heute relativ schwacher Besuch. Das Spiel hätte durchaus mehr verdient, denke ich mal. Und wir haben es ja alle gesehen, das Spiel, dieses 4-1 war am Ende sehr deutlich, aber ich glaube, ganz so deutlich war es im Laufe des Spiels nicht, der Unterschied. Also die heute nicht gekommen sind, haben auf alle Fälle was verpasst. Ja. Auch beide Fragen, bitte. Basti, wie seid ihr jetzt, nachdem vorige Woche die knappe Niederlage gekommen ist, jetzt so wieder so viel zurückzukommen? Die Mannschaft, ihr habt mich dann wieder gefangen. Das war nicht einfach, das aus den Köpfen rauszukriegen. Naja, war bestimmt nicht einfach, aber ich habe einfach mit den Jungs gesprochen, schon am Montag. Habe ich gesagt, macht die Köpfe einfach frei. Liga ist ein ganz anderes Level einfach und wir müssen schauen, wo können wir die Punkte sammeln. Und darum haben die Jungs heute alles hier gezeigt, was wir vor dem Spiel wollen. Und kann ich eins nur sagen zu der Mannschaft, Chapeau.